Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West und dem Beagle. Wir gehen jetzt zu Draka. Der wartet auf uns. Tut er wirklich? Er wartet. Schon eine Weile. Draka müsste hier irgendwo sein. Wir Das wird müssen nach dem jetzt verschwundenen Kind suchen. richtig wild werden. Also richtig wild. It's gonna be really wild. Nee, wo ist er? Nee, warte, jetzt bin ich raus. Draka müsste hier irgendwo sein. Wir müssen nach dem verschwundenen Kind suchen. Ich weiß, aber wo? Bin ich dran vorbeigerannt, ja? Da ist ein Lagerfeuer. Klingt, als wären da Leute in Not. Eine Nora! Hey, hier drüben! Die Nora kämpft Nora. Gegen die Stürmer! Das heißt nicht, dass du damit aufhörst! Erledigt! Pass auf! Das war nicht, was ich machen wollte, aber. Lass dir Zeit! Feuerdisziplin, Hatakto! Ja, auf den Kitaka! Stell dich der Herausforderung! Nee, das ist Verschwendung. Was machen die beiden da? Na komm, ich hoffe, damit kommen sie jetzt alleine zurecht. Muskeln und so ein Kram sind ja nie schlecht. Hilft mir mal jemand? Oh, ihr seid solche Loser. Das war der letzte der Stürmer. Und jetzt mal sehen, was diese Nacht hier wollen. Was wollen die wohl hier, Aloy? Wieder nur Scheiße machen, habe ich recht? Mehr Wumms. Aha. Nächstes Mal, Hatakto, folgst du den Befehlen. Geh hinter den... Wie seid ihr mit den Stürmern aneinander geraten? Du musst unsere Fragen beantworten. Muss nicht ich? Nicht wir, deine. Hatakto, das muss die Nora sein, die Regala im Hain besiegt hat. Das macht sie nicht zur Verbündeten. Doch. Das macht sie ziemlich genau dazu. Und diese Regala-Eiferer reichen schon. Wir müssen uns nicht noch mit Nora-Kriegerinnen anlegen. Regala ist eine Wüstentenakt. Wir sollten an ihrer Seite kämpfen, statt alles auszusitzen. Regala hat ihre Pflicht vergessen. Und ihre Wut auf die Kaja zog uns dann in... Wir reden später darüber. Hardcore News. Regala ist besiegt. Dein Kampf war mutig und ehrenvoll. Es steht dir frei, den Hain zu betreten, Nora. Wenn Regala ihre Pflicht vergessen hat, warum bestrafen wir sie dann nicht? Weil wir Befehle befehlen. Ja, nun, ne? Scheiße, ich gehe mal falsch. Frag mich nicht, warum. Bestimmt, weil ich, ein Famous Second Son in letzter Zeit gespielt habe. Boah, die beiden sind aber auch zwei Zänkäppel, ne? Draka müsste hier irgendwo sein. Ja, weiß ich. Warte mal. Wir müssen nach dem verschwundenen Kind suchen. It's a bird. Ich glaube, da oben könnte ich Glück. Ah, da. Hi, Draka. Komm hier rüber. Reden wir. Also, hier ist es. Mhm. Sand, mhm. Schmutz, mhm. roter Lehm. Genau wie du es am Kabel des Kindes sahst. Mhm. Willst du dich mal mit deinem schicken Relikt umschauen? Vielleicht war er hier. Fang vielleicht beim Vogel an. Er quakt, als ob er irgendetwas weiß. Dummer, fliegender Abschaum. Er weiß ja, mehr. Alles als klar. Grani. Hey, Grani. Okay. Da. Fußabdrücke. Klein, undeutlich. Aber gehen von hier weg. Draka, hier ist eine Spur. Der Vogel Gleich weiß mehr. Worauf warten wir noch? Los geht's. Da oben ist Alles nämlich okay? der Tanker. Du siehst traurig aus. Ja, stimmt. Mehr Macht bringt eben auch mehr Probleme mit sich. Da Yara endlich weg ist, dachte ich, ich könnte die Dinge besser machen. Das funktioniert nicht wirklich, hm?
Jeder will alles und zu jeder Zeit. Nahrung, Wasser, Sicherheit. Und wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, ziehen sie die Schwerter. Erinnert's dich an was? Ja, mich und Yara. Ich versteh's. Du hast schon recht. Na, immerhin ist er lernfähig und damit ist er ein bisschen schlauer als Yara. Was? Ich mag es, wenn Menschen Lerneffekte drin hatten. Yara hatte diesen Lerneffekt ja leider gar nicht. Sie hat ja gar nicht eingesehen, dass sie das versucht hat, das Beste fürs Volk zu machen. Und dass das vielleicht einfach gerade nicht das Beste... Ja, wir sind da. Warte. Hallo? Ist da jemand? Hörst du das? Vielleicht weiß ja der verdammte Vogel etwas. Du bist sicher. Nein, glaube, das Kind da draußen sind Maschinen. Das ist okay, Maschinen sind okay. Oha. Bei den Zehen. Das Ding wird schwer zu packen sein. Au. Ich gebe nicht auf. Na, aufgeben, darum geht's nicht. Ich muss halt die richtigen Stellen treffen. Halt die Klappe. So zurückzieht, ist das nie gut. Ja, ja, weiß ich. Aber das eventuell nicht. Alter, ich mach das hier gerade alleine, du Penner. Ich mach das schon. Ich brauch mir Munition. Na also. Das hat ihn pisst gemacht. Das hat ihn super pisst gemacht. Aber das lief gut. Das lief wirklich gut. Da kommt wohl noch ein ungelegener Gast. Nein! Echt jetzt? Erst den Donnerkiefer loswerden, ohne Frage. Je mehr, desto lustiger. Nee, eher nicht. Und der Sturmvogel auch noch, Leute. Ach, kacke, ey. Und jetzt sieht man auch noch so schlecht. Cool. Oh no. Aua. Deiner geilen Narbe ist mir don't care, aber Hauptsache der Donnerkiefer ist platt. Das müsste doch aber reichen. Yes! Jetzt noch der Sturmvogel. Wo ist der? Er schwebt da so vor sich hin und hat eigentlich keine Ahnung, was er machen möchte. Okay. Draka, willst du mal den Anfang machen? Ich frage nur. Kluges Kerlchen. Nein, irgendwie nicht. Ach du Scheiße, ey. Das wird schlimm. Komm mal her, Dudi. Hey, du kannst gerne mitkämpfen.
Ich bin dabei, weißt du? Im Gegensatz zu dir mache ich wenigstens was. Hinrennen, 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 hinrennen. Draka. Draka? Draka macht das nicht. Boah, das muss doch irgendwann abfallen. Verdammte Scheiße nochmal. Nochmal Crit, 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 Crit. Sag das nicht, der Vogel nimmt das ernst. Und er kommt dann nicht zu dir, sondern zu mir. Oh, mir gehen die durchdringenden Stachel aus, ey. Ach, halt die Klappe. Er wirft es zu dem Vogel hin. Der Idiot wirft es zu dem Vogel hin. Der Idiot wirft es zu dem Vogel hin. Ich will nur sagen, er wirft es zu dem fucking Vogel hin. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Er ist zu weit weg. Scheiße, er ist zu weit weg. Das wird nichts. Egal. Dann halt von hier aus einfach rein in den Vogel. Noch mehr rein in den Vogel. Rein in den Vogel. Rein in den Vogel. Rein in den Vogel. Und jetzt weg hier. Gegen was bist du eigentlich? Klappe. Raka, mach doch einfach auch mal was. Wie wär's damit? Wäre eine geile Idee, oder? Wo willst du hin? Ich kann Hilfe brauchen. Du machst gar nichts, Draka. Also halt die Schnauze. Oh, gut. Du bist zurück. Nee, ich bin nicht zurück. Ich bin schon die ganze Zeit mit dem Kackvogel beschäftigt. Wo du gar nichts machst. Ich muss nachsetzen. Solange die Säure wirkt. Du willst mich fangen? Versuch doch! Draka, du machst halt nichts. Jetzt dreht er völlig durch. Ah! Sag mal, geht's noch? Ich bin gerade auch beschäftigt, Draka. Vollidiot. Weiß ich nicht, ob sich das gut angefühlt hat oder nicht. Gib mal einen Schutz hier. Müsste er nicht langsam mal... Er stirbt nicht. Warum stirbt dieser dumme Vogel nicht? Ah nein, mein Controller ist zu schwach. Scheiße, ich habe schon zu viel damit gemacht heute. Jawohl! Die Wüstenflamme brennt wieder. Gut gemacht. Draka, das warst aber nicht du, ja? Ich möchte das nur kurz anmerken. Du warst das nicht du. Nicht du warst das.
Was will ich denn mit Plasmascheiße? Schon okay. Wir bringen dich zur Wahl. Grünglanz. Ich muss den Grünglanz vorsichtig lösen. Ich war mir sicher. Ich sollte nach Draka und dem Kind sehen. Ey, ich bin beschäftigt, ja. Hier liegt mir zu viel Zeug rum, das ich haben möchte. Aber damit hätte ich den Vogel übrigens auch machen können. Naja. Passiert. Ich hatte solche Angst. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hat der Vogel noch irgendwas verloren? Oder kann ich jetzt zurückgehen und alles ist gut? Ich glaube, ich kann zurückgehen und alles ist gut. Da ist doch was Pinkes. Mein Arm tut weh. Heul nicht. Versprochen. Eine Vorratskiste. Cool. So. Okay, kleiner Soldat. Jetzt ist alles gut. Was ist passiert? Ich wollte nur auf die Jagd gehen. Und ich habe mich verirrt. Und dann jagten mich Maschinen und... Oh, gut. Du bist sicher. Gib mir einen kurzen Moment und dann bringe ich dich zurück nach Brennspeer. Danke, Kommandant. Bitte ohne Rang. Nenn mich einfach Tracker. Du hast mir sehr geholfen. Wäre schön, wenn ich die Maschinen alleine geschafft hätte, aber... Dem Kind geht's gut. Das allein zählt. Ja, seine Eltern werden froh sein, ihn wieder zu haben. Sein Trupp auch. Und der Rest des Clans? Ehrlich gesagt, ich brauchte den Sieg. Es wird mir Rückhalt geben. Gern geschehen. Vergiss nicht, es ist deine Aufgabe. Jetzt musst du mit der Verantwortung leben. Ich weiß. Ich stelle mich den Herausforderungen für den Clan. Keine andere Wahl. Höre ich da Bescheidenheit? Natürlich, darin bin ich gut. Bevor ich's vergesse. Nimm dies. Ich hätte es ohne dich nicht geschafft. Mach dir um das Kind keine Sorgen. Ich bringe ihn nach Hause. Artig. Jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, warum ich dem Ganzen sehr lange aus dem Weg gegangen bin. Oh, dieser Sandsturm gibt alles. Nee. Aufträge, Aktion, Reaktion in voller Blüte. Ist irgendwo da hinten, wo wir waren, als wir das kleine Dörfchen da beschützt haben, meine ich. Meine ich zumindest. Nee, irgendwie nicht. So, bist du da? Ich bin in Rheinklang und es ist fantastisch. Wie du gesagt hast, die Felder blühen wieder. Und wir verdanken es dir. Wärst du nicht gekommen, würden die Utaro noch hungern und von Maschinen bedroht werden. Oh, wow. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Schaut es euch an, wie schön es ist. Und dann die Welt. Hoffen wir doch, ne? Und dann die Welt. Wo muss ich denn genau hin? Ich habe mir die Marker ja markiert. Kräuterkenner. Wir brauchen einen Ritualsänger für seine Erblühensfeier. Wo muss ich dafür dahin? Das ist eine sehr gute Frage, ne? Ich laufe bestimmt völlig falsch, ne? Da, wo die Tränke sind. Aber wo sind denn die verdammten Tränke? Richtung hier? Hart mal. Lauf nicht aus der Küche. Wir brauchen einen Ritter. Nee, hier ist auch nicht richtig. Warte mal, hier ist. Wer? Wie kommt die denn hierher? Wieso? Warum haben die mir das so offensichtlich angezeigt? Niemand weiß es. Ich habe Rüstung und Kleidung im Angebot. Nee, ich muss zu den Tränken irgendwie. So wenige sind von der Absperrung zurückgekehrt.
unterblieben. Ist die Richtung richtig? Reisen, die Augen offen zu halten. Aber nein. Ich versuch's. Das sieht doch schon deutlich besser aus. In Reinklang finde ich mich einfach nie zurecht, Leute. Nie. Noch ein weiter hoch, ne? Noch ein weiter hoch. Geht es überhaupt irgendwie noch ein weiter hoch? Ja, geht es. Du bist der Hammer. Ich glaube nicht, dass ich ein weiter hoch gehe gerade. Ich bin im Kreis gegangen. Oder? Wo, was? Wo muss ich hin? Gut ist mein Tag. Ich verlaufe mich bei euch nur immer. 15, der ist über mir. Der ist über mir. Wie komme ich denn über mir hin? Hier hin. Ja, das seid ihr wirklich. So, jetzt aber, meine Güte. Fremde, was kann ich für dich tun? Oh. Du bist der Kräuterkenner, oder? Bist du Nilo? Nein, Nilo war vor meiner Zeit. Ich glaube, er ist nach Norden gegangen, nach Flusslied. Warum? Brauchst du eine bestimmte Salbe? Nein, aber jemand anders, auf eine Art. Danke, ich versuch's im Flusslied. Dort ist ein Hain, eine Gedenkstätte, eine schöne Grünanlage. Wenn er dort ist, pflegt er sie bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen. Ich hoffe, du findest in Flusslied, wonach du suchst. Na dann. Ich würde sagen, das machen wir dann nächste Folge. Ach komm, hierhin muss ich. Das ist jetzt nämlich da, wo ich gemeint hatte. Nein. Wir sehen uns dann also in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und haut rein.